Diese war Ausdruck einer zunehmenden EU-skeptischen Grundstimmung im Land. Auch die EU-Skeptiker aus den Reihen der konservativen Partei meldeten sich fortan immer lauter zu Wort, sodass nun morgen am 23. Juni 2016 über den EU-Austritt der Briten abgestimmt werden soll. Nach aktuellen Umfragewerten scheint es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden. Offenbar haben viele, besonders Führungskräfte und Investoren, lange Zeit einen wirklichen Brexit, wie der Austritt aus der EU auch genannt wird, nicht für möglich gehalten. Jetzt ist die Sorge plötzlich groß, dass der Aktienmarkt abstürzt und die Medien beeilen sich mit Panikmeldungen. Es gibt besorgte Meldungen, die von einem unkontrollierten Austritt sprechen, als würde bei einem Brexit über Nacht alles anders werden. Richtig ist jedoch, dass es eine Abstimmung ist. Nach dieser weiß man erst einmal nur, wohin die Reise gehen wird. Das ist alles. Gleichzeitig gibt es besorgte Meldungen, dass der Handel zwischen EU und Großbritannien einbrechen würde, wenn dieses nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Richtig jedoch ist, wie der Internetdienst StarTrading.de am 17. Juni hinwies, wer als Brite Waren und Güter aus Deutschland oder der EU kaufen möchte, kann das in Zukunft auch weiterhin machen. Nur die Bedingungen ändern sich. Steuerliche Aspekte werden anders zu handhaben sein. Doch der Handel geht weiter. StarTrading.de begründet dies wie folgt. Glaubt denn irgendjemand, dass die Unternehmen in der EU Großbritannien den Rücken kehren werden, wenn dieses nicht mehr Teil des Verbundes sei? Man handelt doch auch mit den USA, China und anderen Nationen. Man merkt, so schlimm, wie in den Medien gebrüllt wird, ist es also gar nicht. Es gibt keinen Grund für eine Panik. Ein Referendum ist eine Form der gelebten Demokratie. Die Politik hat die Aufgabe, sich nach dem Wunsch des Volkes zu richten, wie immer sich dieses am 23. Juni 2016 auch entscheiden mag. Die EU betont auf ihrer offiziellen Webseite ihr Anliegen, sich für Grundwerte wie Freiheit, Demokratie und Wahrung der Menschenrechte einzusetzen. Deshalb würde sie gut daran tun, die Bevölkerung auch anderer Mitgliedstaaten zu befragen, wie eine Studie des britischen Meinungsforschungsinstituts Ipsos Mori zeigt. Diese legt dar, dass die EU überall an Rückhalt verliert.
58% der Italiener, 55% der Franzosen und 43% der Schweden fordern ebenfalls eine Volksabstimmung über die Zukunft ihres Landes in der EU. 41% der Italiener, 48% der Franzosen und 34% der Deutschen plädieren sogar für einen EU-Austritt. Dies, obwohl sie zu den Gründungsstaaten der EU gehören. Insgesamt wünscht sich jeder dritte Mensch in der EU aus der Staatengemeinschaft aus.